Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und unser Hans hat es jetzt gerade ein bisschen eilig. Er muss noch schleunigst zu Robin hinkommen. Denn wir wollen unseren Pferdestall in Auftrag geben und wir haben ein bisschen die Zeit außer Acht gelassen. Deshalb hat das jetzt ein bisschen eilig. Da hätte man jetzt gerne schon das Pferd, weil dann wären wir ein bisschen schneller. Aber vielleicht schaffen wir es noch. Das wird arg knapp. Das wird arg, arg knapp. Machst du denn einen Spaziergang? Nee, ich renne hier gerade zu dir rüber, weil ich was haben will. So, ich hätte nämlich gerne meinen Pferdestall. Diesmal haben wir alles dabei. Wie komme ich denn auf 50.000 Gold? Da steht doch 10.000 Gold. Ich die ganze Zeit hier mit 50.000 Gold. Wo habe ich denn die 50.000 Gold her? Wollte ich denn die? Hä? Gott, ey. Also manchmal bin ich aber auch verpeilt, ne? Das hätte ich ja längst haben können. Naja, wir bauen das jetzt. Und zwar, ich finde es immer hier oben eigentlich ganz schön. Wahrscheinlich werde ich die Truhe dann ein bisschen wegstellen. Aber von hier aus habe ich eben ja, einen ganz guten Zugang. Das finde ich hier eigentlich immer ganz schön. Ja, hier baue ich den Pferdestall hin. Die Truhe werde ich dann ein bisschen versetzen. Ja, sie wird morgen anfangen, an dem Hofgebäude Pferdestall zu arbeiten. Und dann schauen wir doch jetzt einfach mal, was sie uns sonst so verkaufen kann. Ein Telefon. Kann zur Überprüfung der Ladenöffnungszeiten und des Inventars verwendet werden. Aha. Okay. Holzfeuerschale. Ja, lasst uns jetzt einfach mal diese Rezepte hier kaufen, die es gibt. Finde ich gut. So. Ja. Das ist natürlich verrückt. Ach, Moment mal, ich wollte ja auch noch Geschenke machen. Ha! Guck mal. Robin, ich hätte hier noch einen Pfirsich für dich. Findest du total super. Hi Hans, schön dich zu sehen. Du bist schon ein richtiges Mitglied dieser Gemeinde, findest du nicht? Ja, doch. Wo sind denn deine ganze Familie? Wo sind die denn hin? Oh, was geht jetzt wieder ab? Hey Hans! Sam und ich wollen gerade Chroniken von Solarion, das Spiel, spielen. Warum machst du nicht mit? Mit drei Spielern wäre es sowieso besser. Okay. Okay, los geht's. Ich ziehe die Szenariokarte. Unser heutiger Auftrag führt uns in den Turm des Totenbeschwörers, wo wir den Solarion-Stab den Klauen des Schreckenlords Xaath entreißen müssen. Cool, Hans. Bist du bereit, deinen Charakter auszuwählen? Wähle deinen Charakter. Krieger, Heiler, Zauberer. Ich würde sagen Heiler. Ich bevorzuge es, anderen zu helfen. Ich glaube, das ist genau unser Ding. Heiler, was? Das ist eine sehr wichtige Rolle. Ich nehme dann den Zauberer. Cool, Krieger ist sowieso mein Favorit. Na, das dachte ich mir schon. Lasst uns anfangen. Gott, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir uns hier schlagen werden. Uha. Der König hat dir und deinen Gefährten aufgetragen, den Solarion-Stab zurückzubringen. Eine Aufgabe, die euch bei ihrem Abschluss einen Platz in der Halle der Legenden und eine gewaltige Menge Gold und Silber sichert. Nach einem langen Monat der Reise durch unerbittliche Lande steht ihr gemeinsam auf einem Felshang und seht, wie sich euer Ziel in der Ferne abzeichnet. Dort hinter einer monderleuchteten Ebene liegt der Turm des Totenbeschwörers, in dem Schreckenslord Xaath die Kräfte des Solarion-Stabs für seine bösen Machenschaften missbraucht. Der Turm liegt vor euch. Wir könnten ihn entweder von vorne betreten oder nach einem Hintereingang suchen. Das scheint mir irgendwie sinnvoller. Nachdem ihr euch ein wenig um den Turm herum umgesehen habt, findet ihr eine Falltür versteckt im Gebüsch. Darunter ist eine Leiter, die eure Gruppe hinunterklettert. Sehr gut. Oh, die Kanalisation. Ihr findet euch in einem kanalisationsartigen Korridor wieder. Zu eurer Linken leuchtet ein Gang in einem merkwürdigen grünen Licht.
Zu eurer Rechten ist eine Treppe, die nach oben in die Dunkelheit führt. Tja, grünes Licht. Oder Dunkelheit. Links, rechts, links, rechts. Puh. Ah, wir gehen mal nach links, oder? Uah. Ihr seid in einem Raum. Zu eurer Linken ist eine Leiter. Zu eurer Rechten schweben drei Gefangene in seltsamen leuchtenden Kapseln. Sie scheinen sich in einer Art Transformationsprozess zu befinden. Könnte dies ein krankes Experiment des Schreckenlords sein? Was machen wir? Ich würde sagen, wir gehen so schnell wie möglich. Während ihr den verstörenden Anblick dieser Gefangenen aus eurem Gedächtnis verbannt, klettert ihr die Leiter hinab. Ihr kommt am Ende des Gangs an einer Tür an. Die Zeit ist gekommen, sich dem Schreckenslord Xarth zu stellen. Das ist er wohl. Xarth, Eindringlinge, wie könnt ihr es wagen, meine privaten Kammern zu betreten? Ah, ihr seid also wegen des Solarion-Stabs hier. Hehe, Narren, ihr werdet euch gut in meiner Skelettarmee machen. Schreckenslord Xarth zaubert einen Schattenstrahl hervor. Bäm. Du warst in der Lage, dem Zauber auszuweichen, aber deine Gefährten sind schwer verletzt. Was machst du? Entweder Sam oder Sebastian, also Krieger oder Zauberer, können wir heilen. Was ist jetzt wichtiger? Gegen den Zauberer? Ist ein Zauberer vielleicht nicht so verkehrt, oder? Danke, Hans. Ja, bitte. Sam ist nicht so glücklich, aber Sebastian zaubert reiner Blitz. Ein Strahl aus weißem Licht trifft Xarth direkt ins Gesicht. Der Schreckenslord schreit auf und zerfällt zu Staub. Bäm. Du hebst den Solarionstab auf und hebst ihn hoch. Die Ordnung in der Welt wurde wiederhergestellt. Du hast das Szenario mit einer Bewertung von C abgeschlossen? Das hört sich jetzt eigentlich gar nicht so gut an. Hey, nicht schlecht. Ich habe beim ersten Mal sicher 3 oder 4 Versuche gebraucht, bis ich mein erstes Szenario gewonnen habe. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Man sieht sich. Okay. Das war jetzt ein Spiel im Spiel. So eine Art Pen and Paper, nehme ich an. Hier. Du wolltest doch eine gefrorene Träne haben, Sebastian. Das mag ich am liebsten, ja. Letzte Nacht habe ich eine Gruppe Fledermäuse gesehen, die in der Nähe des Sees umhergeflogen sind. Vielleicht jagen sie dort die Moskitos zu dieser Jahreszeit. Ja, schon möglich. Was gibt's denn hier noch? Ach ja, der Bürgermeister will ja sein Trüffelöl. Das haben wir jetzt gerade mal nicht dabei. Also ich bräuchte noch Demetrius und Maru. Was? Die hat hier die Traube gerade kaputt gemacht? Weil sie ihr im Weg war? Das gibt's ja nicht. Ich meine, die hätte sie auch einfach essen können, statt sie einfach zu zerstören, ne? Das ist vielleicht eine. Naja. Ich gehe stark davon aus, dass ich Demetrius und Maru eher hier unten irgendwo finden werde. Da wäre Penny. Blöderweise habe ich für sie schon mal kein Geschenk dabei. Da ist Caroline. Demetrius, immerhin. Hier, dein Kugelfisch. Da bist du ja. Dieses Exemplar sieht perfekt aus. Ich werde es direkt einfrieren. Danke, Hans. Ja, mach das. Das war die Aktion mit den Rüben, ja. Nur Maru habe ich jetzt irgendwie nicht gefunden. Wo hat sie sich versteckt, wollte ich gerade fragen. Da ist sie ja. Ist das... Oh wow, Hans, das haut mich um. Irgendwann werde ich eine weltberühmte Erfinderin sein. Du hast Glück, dass du mit mir befreundet bist. Ja, nur ein Scherz. Ja, okay.
Okay, okay. Ich glaube, sonst habe ich jetzt nichts dabei, was irgendwie von Belang wäre. Tja, zurück auf unserem Hof. Ich wollte diese Truhe hier entfernen, allerdings brauche ich dazu erstmal ein bisschen Platz im Inventar. Ja. Erstmal die Sachen hier rein. Den hier, den hier. Die eine Kuh habe ich jetzt nicht gefunden, nicht schlimm. Dann ist das jetzt halt so. Tja, ich muss hier noch mal ein bisschen was aussehen, ne? Eine Kleinigkeit zumindest, weil uns ja ein paar Melonen fertig geworden sind. Nur was? Wir haben noch 7 Tage. 6 Wachstumstage übersetzt. Die Blumen schaffen es nicht mehr. Die Sonnenblumen würden es schon schaffen, weil die ja im Herbst auch wachsen. Ansonsten hätten wir noch den Weizen. Ich würde aber jetzt erstmal bei den Sonnenblumen bleiben. Aber bei andererseits ist es doof. Weil die blockieren mir sonst im Herbst erstmal was. Dann ist jetzt der Weizen dran. Ja. Tja, hier ist auch schon wieder alles voll. Gehört hier noch was hin? Ja. Jetzt haben wir ja überraschend viel Geld dadurch, dass ich der Pferdestall ja gar nicht so teuer war, wie ich irgendwie dachte. Aber ich finde mit Sicherheit was ich dafür investieren kann. Das war jetzt einfach nur so ein bisschen so. Ja, ein bisschen falsch gedacht, ne? Ich hätte das längst schon früher machen können. Naja, hätte Fahrradkette, ne? Achso. Das hier werde ich auch mal verkaufen. Dann habe ich außerdem noch wieder ein bisschen Müll. Den ich mal hier reinpacke. Hier, dieser Müll kommt dahin. Dann haben wir noch etwas hier, was reinkommt. Was habe ich denn da jetzt verkauft? Ich dachte, ich hätte die Peperoni verkauft. Jetzt habe ich bestimmt wieder irgendwas ganz anderes, was ich gar nicht verkaufen wollte, verkauft. Die Krabbe steht hier drin. Die will ich gar nicht verkaufen. Glück gehabt. Tja, also einmal Trüffelöl brauchen wir für den Bürgermeister. Tja, also ich werde jetzt hier diese Truhe mal ein bisschen umräumen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ich habe die Truhe umgestaltet, habe bei der Gelegenheit auch gleich ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen aufgefüllt auch. Sodass jetzt alle, denen ich noch Geschenke machen muss, zumindest fast alle, hier jeweils ein Geschenk drin haben. Bei ganz allen hat es jetzt noch nicht geklappt, aber
Wir sind nah dran. Mir fällt übrigens auf, Kaktusfrucht mag Sam ganz gerne. Könnte ich also auch hier in die Truhe reinmachen? Dann kann ich hier auf die Joja-Cola verzichten, weil die bringt ja jetzt nicht ganz so viel, weil das nicht sein Lieblingsgeschenk ist. So. Aber wir gehen jetzt erstmal schlafen. Und schauen mal. Ja, ein bisschen was ist zusammengekommen. Ist jetzt nicht üppig, aber eben immerhin etwas. So. So, die letzte Sommerwoche ist angebrochen. Wir schauen mal den Wetterbericht. Morgen ist wieder wunderschön sonnig. Der Wahrsager sagt, die Geister sind heute gut drauf. Und Leben vom Land sagt, Gegenstände im Rampenlicht, Fass. Gewöhnlich werden Fässer zur Herstellung von Wein aus Trauben verwendet. Aber wusstest du, dass du Wein aus allen Früchten machen kannst? Oh ja, du kannst auch Saft aus Gemüse machen. Ja, das weiß ich schon. Heute hätte der Zwerg Geburtstag. Gut zu wissen. Na gut. Erstmal hier eine Runde aufräumen. Ich höre, Robin ist schon fleißig dabei. Wie angekündigt. Das geht nochmal etwas leicht. So. Ja, schön. Meine Güte, sind das viele Tiere hier. Hier das da, das da, das, das und das. Dann, wie geht's den beiden hier? Ich glaube, heute ist kein Ziegentag, ja. So, 1, 2, 3, 4. Das hier rein? Nein, nicht trinken. Ich will, dass du an diese Truhe rangehst. Trüffelöl ist fertig. Oh ja, hier wird es jetzt auch... Ja, man sieht, ich meine, es geht jetzt zum Ende der Saison. Da werden jetzt natürlich nochmal ordentlich Sachen reif. Können wir uns schon drauf freuen. Also, einmal hier die Runde noch. Hopfen wird, glaube ich, auch echt jeden Tag reif. Wir könnten noch so viel mehr Fässer aufstellen, ohne dass uns das irgendwie in Bredouille bringen würde. Wir hätten, glaube ich, den ganzen Winter über noch was. So, hier lasse ich jetzt aber wirklich wieder mal eine stehen. Wir wollen noch ein bisschen Honig rausbekommen. Lass hier alles hier rein. Hier. Ja. Und hier. Ja, da hatte ich ja schon angekündigt, im Moment... Machen wir jetzt mit dem Weizen weiter. Wie ist das eigentlich? Radieschen? Kann man daraus gut Saatgut machen? Nee, sieht nicht so aus. Sollte man wohl eher kaufen. Das dachte ich mir schon fast. Und da haben sich schon wieder Bäume ausgebreitet, wo sie nicht sein sollen. Unverschämterweise. Weg mit euch. Ja.
Ein Zug fährt durch das Sternentautal. Blöderweise sind wir jetzt gerade nicht in der Lage, damit zu machen. Wobei, ich meine, ein Versuch wäre es natürlich schon mal wert, ne? Also, ich verkaufe jetzt mal schnell die Sachen. Das hier, das hier. Na, das hier nicht. Das Trüffelöl aber schon. Und den hier auch. Ja. Und dann, also bei den Zügen irgendwas zu reißen, müssten wir jetzt unsere Meisterschleuder mitnehmen. Also generell meine Schleuder. Und wir nehmen etwas Stein mit. Ich glaube, das muss ich als Munition da auch reinmachen. Wo ist sie denn? Hier. Und wenn wir dann jetzt zu den Zügen hochgehen, müssen wir mal gucken, ob wir den noch erwischen. Ich weiß nicht, wie lange das gilt, ne? Also, man bekommt die Meldung und wenn man dann in einem gewissen Zeitfenster da hochkommt, dann erwischt man den noch. Ich weiß aber nicht, wie lang dieses Zeitfenster ist. So, da ist er. So, und ich glaube, es ist jetzt so, wenn man das jetzt ein bisschen abschießt, dann kann man da manchmal was von bekommen. Aber irgendwie... Scheiße. Naja gut, da habe ich mich jetzt irgendwie nicht so clever angestellt. Also so ist es auf jeden Fall mit dem Zug. Und angeblich ist es so, wohl so, wenn man die ein bisschen beschießt, dann kann man da was rausbekommen. Ja. Habe ich noch nie gemacht. Möchte ich aber gerne mal ausprobieren. Aber ihr seht, also ich war da jetzt schon ein bisschen spät dran. Also da muss man schneller sein. So, wenn ich schon mal gerade hier oben bin, räume ich hier ein bisschen ab. Auch noch einiges, sehe ich. So zum Ausgraben und so. Saatgut, Kupfer. Ja, und dann gibt es natürlich noch eine weitere Sache. Wir haben ja jetzt das bekommen von Krobus, diesen dunklen Talisman. Ah ja, da flattert das Teil da weg. Okay, tschüss. Und wir können hier durch. Oha. Oh, da haben wir uns mal direkt wegbeamt. Ah ja. Ein Goblin. Weh, ah, Mensch. Du bist vorbei? Tut mir leid, das ist Privateigentum. Tut mir leid, ich kann dich nicht vorbeilassen. Ich würde meinen Job verlieren. Ja, den müssen wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen bestechen. Wo wir schon mal gerade hier sind, wir könnten ja vielleicht mal ein bisschen angeln. Das sieht so aus, als könnte man das hier. Oh, Schattenmayonnaise. Welch Zufall. Ich möchte aber gern einen Fisch. Das ist auch kein Fisch. Grünalge. Noch mehr Müll. Oh ja, ein Fisch. Mal gucken, ob der jetzt zu sehr abgeht. Naja, also ich meine, der ist nicht ganz trivial, aber es geht. Oh ja, der Schattenlachs. Das war einer von den Fischen, die wir noch nicht hatten. Tja, und wir haben netterweise jetzt gerade hier eine Schattenmayonnaise rausgeangelt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir haben mal, glaube ich, ein Buch gelesen in der Bibliothek. Da stand, dass Goblins das mögen. Schnüff, schnüff. Dieser Geruch.
Ich kann nicht widerstehen. Gib mir das! Danke. Tja, und der Weg ist frei. Wir gehen hier rein. Der ist komischerweise gar nicht hier. Und wir können diese magische Tinte mitnehmen. Wenn wir schon mal gerade hier sind, werden wir uns natürlich auch umschauen. Du hast die verlorene magische Tinte des Zauberers gefunden. Bring sie besser zu ihm zurück. Was gibt's hier? Verfluche das Land, ein Zauberbuch für die ländliche Hexe. Dunkler Schrein des Egoismus. Die Statue schaut durch dich hindurch. Okay. Dunkler Schrein der Erinnerung. Dunkler Schrein der Albträume. Das alte magische Siegel des Schutzes wird aufgehoben, sodass Monster bei Nacht auf deinen Hof kommen können. Ein komisches Brötchen, das Opfergabe darbieten. Nein. Ja, wahrscheinlich muss man hier auch irgendwelche Sachen machen. Was ist denn hier hinten los? Es wäre vermutlich eine schlechte Idee, deinen zarten Arm dort hineinzustecken. Und schon bin ich versucht, es zu tun. Wer auch immer hier lebt, muss einen sauberen Boden wirklich lieben. Ja, oder? Er ist einfach gerne unterwegs. Du versuchst, Augenkontakt zu vermeiden. Okay. Naja. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Schrein der Illusionen. Eine Opfergabe von 500 Gold darbieten, um dein Aussehen zu ändern? Das ist ja interessant. Tja, schaut mal, da sind wir bei dem Zauberer. Du hast meine Tinte gefunden. Exzellent. Hast du zufälligerweise meine Ex-Frau gesehen? Nein? Nun, was war mit ihrem Haus? Denkst du, sie lebt allein, oder? Weißt du was? Sag es mir nicht. Ich will es nicht wissen. Jedenfalls wunderst du dich sicher, was deine Belohnung ist. Hier. Ein Buch. Es ist ein Buch der Beschwörung. Das arkane Potenzial ist immens. Aber ich mache es dir leicht. Indem du dieses Buch benutzt, kannst du magische Gebäude direkt auf deine Farm beschwören. Ich denke, du wirst es nützlich finden. Oh, und ich habe fast vergessen zu sagen... danke. Haben wir wieder jemanden glücklich gemacht. Ja, damit ist die Zauberer-Quest abgeschlossen. Wir können jetzt jederzeit durch diese Falltür da hinten runter. Und wir können uns dieses Buch mal anschauen, wenn wir schon mal gerade hier sind. Junimos ernten die von dir angebauten Pflanzen um die Hütte herum. Stein, Sternfrucht, Fasern. Nicht schlecht. Der Erdobelisk teleportiert dich in die Berge. 500.000 Gold, Iridiumbarren und Erdkristallen. Der Wasserobelisk teleportiert mich an den Strand. Auch 500.000 Gold, 5 Iridiumbarren, 10 Venusmuscheln, 10 Korallen. Na gut, das da unten ist nicht so schwer, aber die Iridiumbarren... Teleportiert dich in die Wüste. 1.000.000 Gold, 20 Iridiumbarren, 10 Kokosnüsse und 10 Kaktusfrüchte. Verhindert das Auftauchen von Unkraut, kleinen Steinen und Holzscheiten auf deinem Hof. In der Zäune daran zu verfallen. Das macht die goldene Uhr. Wie viele sind das? 10.000.000 Gold? Na klar. Okay, also billig sind die Sachen nicht. Wenn irgendwas demnächst in greifbare Nähe käme, wären es wahrscheinlich die Junimo-Hütte. Das wäre natürlich auch nicht so schlecht, so ein paar kleine Helfer zu haben, oder? Ist auch möglich. Fasern haben wir genug. Sternfrucht könnte noch ein Thema sein, aber das kriegen wir hin. Stein haben wir. Okay. Sehr interessant. Tja, nun sind wir ganz woanders, als wir gestartet haben. Jetzt überlege ich gerade, was wir machen. Das hatte ich noch nicht. Das ist ja auch interessant. Ich glaube, Mani hat jetzt nicht mehr offen, oder? Die hat, glaube ich, nur bis 16 Uhr. Ja. Also entweder sie war heute gar nicht da oder sie hat nicht offen. Ich weiß es nicht.
Da würde ich nämlich gerne demnächst auch mal wieder vorbeischauen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch mal runtergehen in die Kanalisation, in diesen Bereich, in dem wir letztens Fisch fangen waren. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, eure Miri.